Hallihallo Leute und willkommen zurück auf Playzone TV zu Risen mit dem Peter. So, was machen wir heute? Beim letzten Mal hatten wir ja, wenn ich mich recht erinnere, die Schutzgeldliste gefunden. Und die müssten wir dann heute dem Broger geben. Aber da ich finde, wir sind schon viel zu lange hier im Sumpf, machen wir erstmal was anderes. Nämlich schlafen gehen. Und morgen früh gehen wir dann woanders hin. Keine Angst, wir brechen hier im Sumpf nichts ab. Ich will halt einfach nur das Bild wechseln. Einfach mal raus aus dem schnottrigen Sumpf hier. Hinaus in die Wildnis sozusagen. Naja, nicht ganz. So, macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ich denke mal, das wird auch angenehm sein für euch Zuschauer. Wir sind jetzt doch schon eine ziemlich lange Zeit hier in diesem Sumpf. So, jetzt haben wir den Gestank von dem Sumpf erstmal hinter uns gelassen. Und gehen jetzt zu dem Sam oder wie er hieß. Da fällt mir gerade... guck mal, Pflanze. Da fällt... ich dachte, da lebt was, Entschuldigung. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir hier doch auch noch ein bisschen was zu töten. Hinter dem Haus waren doch, glaube ich, noch Wildschweine. Oder waren die da? Nee, ich glaube, die waren hier. Yep. Mit Wildschwein haben wir ja inzwischen Erfahrung. Klatsch. Auf den Kopf zielen. Schwert raus. Au. So war das nicht gedacht, du Sau. Jetzt stirbt. Aber Gegenwehr ist nicht gut. So, das erste ist platt. Die machen auch nicht mehr so viel Schaden jetzt mit unserer neuen Rüstung. Wir haben ja auch inzwischen noch einige Level zugelegt. Au. Jetzt kommt der Seegeier noch mit dazu. Ja, glaube ich's denn. Ist gut. War ja doch eine knappe Schachtel hier. Wir haben ja noch ein bisschen gebratenes Fleisch, das drücken wir uns direkt rein. Dann reicht das auch erstmal. Wir haben hier eine Menge Ausbeute, wo ist das dritte hier? Versteckt ihr hier noch Pflanzen? Ja, tut ihr, sehr schön. Pflanzen kann man immer gebrauchen. Und wenn man sie nicht isst, dann bringen sie wenigstens gutes Geld. Meint ihr, wir überleben das? Ah, wir gehen lieber außen rum. Aber hier können wir runter, denke ich. So. Hier die Wildschweine haben wir schon erlegt. Gut, dann können wir direkt mit dem reden. Wir hatten ja zwei Optionen, entweder zum Sumpf gehen oder zu dem Novizenhof. Und da gehen wir jetzt hin. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Einfach mal einen kleinen Tapetenwechsel reinhauen. Immer nur im Sumpf rumzuhängen, ist ja auch nicht so schön. Da hinten sieht man ihn schon. Das ist unser Ziel. Der rennt hier an den ganzen Tieren vorbei. Das kann ich gar nicht ab. Ich will doch die Erfahrung. Stirb, du Wolf. Und das war's auch schon. Ja, sieht so aus. Ist schon vorbei, ja. Ich laufe mal ein Stück vor, weil hier hinten auch noch ein paar Tiere sind. Wie zum Beispiel dieser Seegeier. Hör mit dem Scheiß auf! Zack. Aua! Jetzt lass das! Au! Nein! Wieso tut ihr das? Ja, ich krieg Unterstützung, sehr gut. Boah, die Seegeier sind aber auch stark. Aber nicht zu stark, der kommt gut gegen die an. Lass mal den das doch machen. Los, Sam, hau drauf. Ach nee, Neil ist das. Grrr. Ich verwechsel immer die Namen.
Niedermachen muss man die. So, der läuft weiter, das ist gut. Manchmal ist der nämlich was verbuggt, dann bleibt der hier einfach stehen. Dann müssen wir den erst stundenlang da reinschieben. Na, komm her. Put, 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 put. Riesenhuhn. Put, 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 put. Erledigt. Und hier haben wir eine Wichtelkappe, die essen wir später. Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Na, wenn ich schon von hier unten komme, kann ich auch die Pflanze mitnehmen. Und die Mana-Pflanze. Den gucken wir uns erst später an. Ich wollte nämlich eigentlich, bevor wir mit dem jetzt reden und den Quest abschließen, noch schnell ein paar stärkere Biester heranlocken, die hier in der Nähe sind. Die hocken nämlich immer hier unten drin. Da sehe ich sie schon fliegen. Die Krallenfalter, die sind nämlich ganz böse. Hör mit dem Scheiß auf. So, der Nil geht direkt drauf, das ist natürlich gut. Wir packen den Bogen weg. Helfen mal ein bisschen mit. Gott, die legen aber los. Ah, die legen ziemlich los. Ich muss weg hier. Bis später, Neil. Ach, das war ein Lichtzauber. Ich dachte, das wäre ein Heilzauber. Das ist Heilung. Okay, Neil, ganz ruhig. Ich bin da, ich bin da. Da, die Biester sind aber auch stark. Normalerweise gehe ich hier ja auch später hin. Und nicht so früh. Da habe ich normalerweise schon eine bessere Waffe und bin stärker. Aber ich denke, das sollten wir auch so hinkriegen. Schon ist gut. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt alle waren, aber ich hoffe es mal. Ja, ich komme ja schon. Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke. Wissen wir schon. Ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Jo, mach's gut. Du wirst es brauchen. Danke, bis später. Ciao. So, wir gehen aber noch nicht zum Novizenhof. Wenn wir hier die Viecher schon getötet haben, dann können wir hier auch... Das blöde Licht, das uns jetzt verfolgt, das ist ja wohl mal hier. Geh doch mal weg. Such dir ein Zuhause. Hast dir nichts verloren? Geh weg von mir. Gehen wir erst hoch oder gehen wir erst hier lang? Ich weiß nicht, ob hier noch Krallenfalter in dem Sumpf sind. Das wäre mir ja sehr unangenehm. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch Viehzeug ist. Ah, da hinten ist noch einer. Zwei. Verdammt. Jetzt muss ich gerade überlegen. Während ich überlege, kann ich gerade mal ein bisschen was zu mir nehmen. Das ist schon eine gefährliche Sache, sich mit denen anzulegen. Zumal die wirklich ziemlich stark sind. Aber es sind nur zwei Viecher, die werden wir ja wohl packen, oder? Ich habe die andere Waffe auch schon dabei, aber ich kann sie noch nicht benutzen. Ich bin noch zu schwach. Scheiß drauf, notfalls rennen wir weg. Jetzt bleibt doch mal stehen, wie soll man so treffen können? Ja genau, flieg du auch noch weg, jetzt reicht's mir hier, frisst. Jetzt habe ich ihn. Ich versuche die ein bisschen bei Laune zu halten.
Okay, jetzt heißt es draufhauen. Mit voller Energie! Ohne Verluste, bitte. Ah. Okay, jetzt muss ich abhauen. Habe ich noch starke Heilkräuter? Na, stark sind die ja nicht gerade. Das ist gut. Komm schon, ich habe die halb besiegt. Ich werde doch die zwei Falter schon noch schaffen. Na komm, put. Dämliche Schmetterlinge! Sterb doch einfach, gell? Schmetterling! Hey, ich habe ein Level-Up, danke Schmetterling. Ich nenne die jetzt nur noch Schmetterlinge. So, das haben die jetzt davon. Ich nenne euch so lange Schmetterlinge, bis ihr sterbt. Aber diesmal haben wir ihn auch hier, zack. Wird ja auch mal Zeit. Wo haben wir denn den anderen fertig gemacht? Waren wir so weit hier hinten? Mein lieber Scholli. Jetzt ist der Weg erstmal frei. Glück gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier überhaupt was gibt, was ich großblindern kann. Ach doch, hier gibt es einiges an Kraut. Das ist ganz gut, weil wir das Kraut später noch brauchen werden, wenn wir wieder im Sumpf sind. Aber wir bleiben jetzt erstmal eine Weile im Sumpf. Außerhalb des Sumpfs, meine ich. Tapetenwechsel, bisschen genießen. So, was haben wir? Goldbolzen und einen großen Heiltrank. Der kommt wie gerufen. Den kippen wir uns direkt mal hinter die Binde. Und ansonsten gibt es hier gar nichts mehr, was man groß holen könnte. Alles klar, dann gehen wir zurück. Es gibt noch genug Sachen, die wir außerhalb von diesem Hof jetzt erledigen müssen. Na gut. Noch ein kleines Tal, das wir von Viehzeug räumen müssen, sonst ist alles getan. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal hier schön den Berg rauf. Hier unten das Tal müssen wir nämlich ein bisschen reinigen, sage ich mal. Oh, fuck. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Hilfe! Mutti! Angst. Stirb. Ich lasse mich doch jetzt nicht von so ein paar mickrigen Wölfen hier niedermachen. Ach komm schon, du bist eh tot. Ja, damit hast du nicht gerechnet, was? Na komm. So, einen haben wir noch. Und ich würde sagen, wir laufen ein wenig weg. Was haben wir denn? Das haben wir. Das war jetzt natürlich wieder eine Meisterleistung. Und das war die größte Meisterleistung. Toll. Super. Ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht zu sehr zurückgefallen. Och, wir stehen doch direkt hier oben wieder bei den Wölfen, das ist doch schön. Diesmal schaffen wir die aber auch. Ich hatte die nicht so stark in Erinnerung, das ist wirklich doof, dass ich jetzt eine andere Waffe hier gerade habe. Und das war noch doofer.
Ja, komm schon, diesmal will ich gewinnen. Ja. Jetzt voll auf den Buckel, schön zwischen die Ohren hauen, draufhauen. Schön zwischen die Augen. Und jetzt alle Mann hier runter und voll drauf. Ohne Rücksicht auf Verluste, einfach draufkloppen. Ah! Jetzt haben wir schon zwei fast besiegt. Kommen sie uns zu nah, sind sie tot, so wie der. Diesmal schaffen sie es nicht, uns zu kriegen. Es war ja eine Blamage, dass wir so früh am Anfang schon sterben hier, ne? Okay. Diesmal lief die ganze Sache anders. Und das ist auch gut so. Ich hoffe mal, das war's jetzt von den Wölfen hier oben erstmal. Och, hier ist noch ein bisschen Reiselust. Einen haben wir noch. Na komm. Ich gebe zu, das war ein böses Attacklein. Na komm. Na los, beiß zu. So, du Köter, das war's. Hier steht noch ein Pilz. Jetzt ist natürlich das Problem, wir haben keine Heilsachen mehr dabei. Ich würde sagen, deshalb gehen wir erstmal runter zum Novizenhof. Dort steht nämlich auch ein schönes Bett, da können wir uns ausruhen. Und dann können wir hier draußen mit gestärkter Energie weiterkämpfen. Gehen wir erstmal wieder zur Straße zurück, damit wir von da aus einen schönen Blick hier auf den Hof haben. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich gestorben bin. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Viel Spaß euch noch auf PlayZone TV. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert das Video, abonniert uns auf PlayZone TV oder abonniert mich auch privat, wenn ihr es möchtet. Ich würde mich drüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Risen. Macht es gut, euer Peter.